Die VR Bank bietet als Genossenschaftsbank besondere Teilhabemöglichkeiten. Auf dem dritten Mitglieder- und Familienfest in Parchim konnten sich am Sonntag mehr als 300 Gäste über die Vorteile informieren und ganz nebenbei natürlich im Haus der Jugend einen schönen Tag mit den Liebsten verbringen. Beim Murmeln, Torwandschießen, Dosenwerfen und Balancieren wurden fleißig Stempel gesammelt. Diese zahlten sich ohne langes Anlegen direkt aus. Mit dem Geldsparen ganz früh zu beginnen, haben auch die Kleinsten schon verinnerlicht. Schließlich belohnt die Bank dies spielerisch. Wer fleißig einzahlt, kann eine Karte für das große Sommerfest im Schweriner Zoo am 4. Juli gewinnen. Für die mehr als 15.000 Mitglieder in der Region Schwerin, Parchim und Ludwigslust organisiert die VR-Bank vielfältige Aktivitäten. Die VR-Akademie, wo wir uns in diesem Jahr insbesondere mit dem Thema Foto befassen, wo ein Profi-Fotograf unseren Mitgliedern etwas vorstellt, wie man das Profi-Foto auch hinbekommt. Wir haben zum anderen eine Veranstaltung im Herbst vorgesehen, wo es um die Frage Betrug geht, Enkeltrick und anderes, wo das Landeskriminalamt eine Aufklärung betreiben wird. Und wir haben darüber hinaus natürlich eine Vielzahl von Veranstaltungen, ob das das Zoofest ist für unsere Kleinsten oder ob das dann letztendlich die Bankreise ist, wo wir in diesem Herbst nach Sizilien fliegen wollen. Das sind also viele Veranstaltungen, die wir direkt für unsere Mitglieder vorbereiten und organisieren. Das beliebte Mitgliederfest erfüllt für die Genossenschaftsbank neben geselligem Beisammensein einen sehr wichtigen Zweck. Damit die VR-Bank auf Berufsstartertagen, VR-Akademie und Kulturhighlights die Region entscheidend mitprägen kann, ist sie auf ihre Mitglieder, die sich auch in Vertreterversammlung und Aufsichtsrat engagieren, angewiesen.